Es war gefühlt eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Aber ich gehe jetzt nicht da unten direkt zur Lyra, weil dann verliere ich meine Höhe hier, weil ich habe mich herteleportiert zur Statue der Athene. Athena, wie auch immer. Und werde jetzt direkt zur Stele des Herakles fliegen, um eben vollbringe Heldentaten, Rufzeichen, abzuschließen. Das ist jetzt das Ziel. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück hier zu Immortals Phoenix Rising. Hier auf der Nintendo Switch. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Da war das Gericht. Das haben wir in der letzten Episode sogar gelöst. Das Ganze. Und da unten sehe ich wunderbare Adamantscherben. Da oben ist Kerberos. Oder Cerberos, je nachdem, wie man aussprechen möchte. Ich wusste gar nicht, dass Herakles gegen den angetreten ist. Was haben wir denn hier? Ja, einen Wächterhügel haben wir entdeckt. Cool. Komm, sag was, Prometheus. Die Arbeiten des Herakles. Für König Eurystheus zu arbeiten war bestimmt kein Spaß. Hattest du Mitleid mit Herakles? Nee, er musste Buße tun. Aber dass der König die 10 Arbeiten um diese Äpfel und den Kerberos erweitert hat, das war schon ziemlich mies. Tja, ich hol mir halt jetzt olympische Feigen. So einfach, lies mal. Nemäischer Löwe, Hydra von Lerne, Kyronitische Hirschkuh, Eremantischer Eber, Stelle des Orgeas, Stymphalische Vögel, Kretischer Stier, menschenfressende Pferde, Gürtel der Hippolyte, Rinder des Gerion, Goldene Äpfel der Hesperiden und Kerberos. Ja, oh Gott. Das wird heftig viel werden, glaube ich. Kann das sein? Gut, dass wir das in 2 Episoden aufgeteilt haben. Hätte ich mal gesagt. Na schau, so schnell geht das. Und da brauche ich sonst eigentlich... Oh. Scheiße. Wenn es nur eines gewesen wäre, ein schweres, dann hätte ich es mit meiner Statue noch weiter beschweren können. Da es aber ein leichtes erfordert, kann ich es auch machen. Denn wir haben hier 2 leichte, das passt. Dann spare ich mir die Suche nach dem dritten. So. Ach, verdammt! Scheiße! Ah, ich bin so deppert. Es ist unglaublich. Ich drücke immer falsch. Also eins sage ich euch. Ich bin meistens nur auf mich selbst sauer. Wenn ich... Schaut euch das an. Schon wieder. Ich drücke einfach die falschen Tasten. Ich... Keine Ahnung. Geradezu im Kopf. Aber... Ja! Was ist denn das? Die 12. und letzte Arbeit des Herakles. Das bösartige Haustier des Hades. Und den Wächter der Unterwelt zu fangen, Kerberos. Oh ja, das vergesse ich nicht. Das war episch. Und er hat es geschafft, obwohl er sterblich war. Das kann jetzt aber nicht alles gewesen sein, oder? War das alles? Ich meine, als so Grundherausforderung, bis man dorthin kommt, wo man hin will, wäre cool, aber schauen wir mal. Wir werden sicher in so ein Tartarus-Ding und den Cerberus besiegen müssen. Alter, wäre das cool. Wäre das cool, einen Cerberus besiegen zu müssen. Scheiße, wir kennen ja einen Cerberus schon. Jetzt komme ich gerade drauf. Den haben wir schon, den Cerberus. Die gibt's schon in der Spielwelt. Das heißt, es wird einfach ein legendärer Rare sein, der uns da erwarten wird. Bin nur am Überlegen, ob ich da rankomme an das Zeug hier. Ja! Das erinnert mich an die Dino-Zunge von Conker's Bad Fur Day. Rein da. Ins Maul des Kerberos zu steigen. Ich weiß nicht, ob das bei einem lebenden Ding so gescheit wäre. Jetzt ist ja wurscht, ne? Komm, rein da. Geht schon ab, die Party. Lecker!
war ein genialer Rückwärtssalto. Der Hund des Hades. Schwierigkeit 2 von 3. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Machst du Animation dafür oder? Nee. Trotz maximaler Ausdauer. Stopp. Trotz der Tatsache, dass. Tja. Dass wir ausgemaxt sind bei der Ausdauer, ist es nicht schlecht, wenn man einen Kampf schnell zu Ende bringen will, um die Götterfähigkeiten auch schnell wieder einsetzen zu können, mal zwischendurch einen Ausdauertrank zu benutzen. Also das merkt man schon deutlich. Füllbartreffer mit Phosphorangriff, ein Gesundheitsfeld wieder. Das ist mächtig. Also dass das ein Gesundheitsfeld wieder auffüllt. Könnte man taktisch einsetzen, da wir nur auf normalem Schwierigkeitsgrad spielen, glaube ich nicht, dass wir das brauchen werden. Er war je zornig, betrog seine Frau, war überheblich und stolz. Aber er hatte trotzdem ganz schön was drauf. Für einen Sterblichen, meinst du? Ja, stimmt. Natürlich. Warte mal kurz. Nicht, dass wir wieder was übersehen. Eine Kiste passt. Nur eine Kiste. Weil bei der Hydra haben wir ja die zweite Kiste übersehen. Sehr schade ist, aber auch wurscht, ehrlich gesagt. Ach so. Ah nein, doch da hinten. Na, weißt schon. Jetzt hätte ich fast die falsche Kiste hochgebracht. Ah, und ihr glaubt, ich muss da was rüberbringen. Das ist ja süß. Tja, ihr habt nicht an meine Phosphorstatue gedacht. Ja, Götterfähigkeiten. Damit kann man gut schummeln. Was für eine Allegorie. Geflügelter Helm des Donnerers. Schaut auch cool aus. So, und raus hier. Was sonst? Oh, wir können dann schon auf 2% schnellere Ausdauerregeneration setzen. Das ist natürlich auch nett. Damit haben wir es jetzt geschafft oder kommt jetzt noch was? Müssen wir da noch was fertig machen? Ich habe nämlich noch andere gesperrte Objekte gesehen in der Gegend um Kerberos herum und deshalb würde ich mich fragen, was das soll. Ja, was das soll. Ein schöner Tag draußen und ich sitze herin und ich freue mich. Athena! Oh, Phoenix! Na, hallo, was macht das Heldentum? Die Helden waren so stur. Sie alle hatten Makel, aber sie waren auch so selbstsicher. Irgendwie haben ihre Schwächen sie erst stark gemacht. Ja, klar, klingt toll. Voll krass weise. Gibt es bei dem Tempel da was zu sehen? Nein, halt dich bloß von dem Tempel fern. Sich fernhalten ist auch eine Heldenlektion. Und Weisheit und Schicksal und überhaupt. Überlass die Weisheiten mir. Triff mich am Moria-Baum-Heiligtum, wenn du bereit bist. Der Stab der Zeit gehört schon fast dir. Das war ja komisch, oder? Fandet ihr nicht? Nein? Ein Tempelschlüssel mit Athenas Zeichen darauf. Danach muss sie gesucht haben. Ah, ich verstehe. Das ist mein eigenes Heldenrätsel. Sie gab mir den Hinweis und ließ das hier, damit ich es finde. Jetzt gehe ich meinen eigenen Weg, genau wie die Helden. Brave Hunde, sitz. Hm.
Ja, brave Hunde. Finde am Tempel die Tür mit dem Schild. Das heißt, die Mission ist noch nicht ganz zu Ende. Hey, aber das heißt, wir brauchen jetzt nicht die restlichen Dinger da freischalten? Das ist ein bisschen komisch irgendwie, gell? Nummer 6. Hätte man da was anderes machen können, oder was? Nummer 4. Okay, komisch. Komisch. Ich lasse das jetzt mal außen vor, weil ich nicht davon ausgehe, dass uns das Lösen dieser Aufgaben irgendwelchen Belohnungen bringt, außer natürlich Geschichte. Und dieser Tempel ist ja der Tempel der Justitia. In dem Fall halt der Athena, ne? Justitia ist, glaube ich, nämlich die römische Athena. Die haben das ja relativ gut mit übernommen. Dann schließen wir das mal ab hier. Das heißt, jetzt kommen wir wahrscheinlich ins Gewölbe der Athena, gehe ich mal davon aus. Und warte, jetzt geht's gleich retour, das Ganze. Hoppla. Na, da. Ah, hier. Der Priester von Apollon? Ach, hey, du. Was machst du denn hier? Du weißt schon. Prophetis, Prophetas. Ja, seit deiner Prophezeiung habe ich so viel gelernt. Ich habe so viele Fragen. Oh Mann, alle haben Fragen. Bei dieser kleinen Göttin musste ich mir den Mund fusselig reden, damit sie mich in Ruhe lässt. Heldengestalt hier, Heldengestalt da. Athena? Du meinst den Vater Helden? Das war eine Prophezeiung? Naja, keine richtige. Nicht so ein abgefahrenes Zeug wie das, was bei dir passiert ist. Aber sie wollte einen Plan. Also habe ich mir was ausgedacht. Ausgedacht? Aber wenn der Heldenpfad nur ausgedacht ist, wie soll ich denn an den Stab der Zeit herankommen? Oh, versuchst du das etwa wirklich? Es gibt gar keinen Stab der Zeit, oder? Aber ich war die Heldengestalt. Das sollte mein Schicksal sein. Vielleicht. Aber weißt du, manchmal passieren die Dinge aus einem Grund, den wir nicht verstehen. Verstehst du? Eine falsche Prophezeiung kann trotzdem dein echtes Schicksal sein. Wer weiß das schon? Ein Orakel? Ja, viel Erfolg, wenn du eins suchst. Naja, gut, ich gehe dann mal. Ja, man sieht sich. Bis dann. Meinst du? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Tja, du dachtest, ich dachte, der Stab der Zeit sei echt reingelegt, Prometheus. Mhm. Du warst es, der getäuscht wurde. Wie kann das sein, wenn ich die Geschichte erzähle, in der die Täuschung aufgelöst wurde? Ich habe den Stab der Zeit benutzt, um die Geschichte so zu ändern, dass es ihn gar nicht gibt. Was hat Phoenix vor? Hoppla. Ich habe mich da leise geschalten. Ja, was hat Phoenix jetzt vor? Die Athena ist eine kleine Lügnerin. Eine kleine Lügnerin. Naja, was willst du machen? Hilft dir eh nichts. Wir kehren jetzt zu Athena zurück, um eben diese Heldentaten fertig zu vollbringen, oder? Oder? Wo ist sie denn? Also sie ist da drüben jetzt. Das heißt, wir könnten auf dem Weg dorthin, könnte man so Tartarus-Gewölbe gemütlich machen, ha? Das machen wir. Gehen wir in den Süden. Machen wir das und das. Hoppla, das. Ja, passt schon. Genau. Das bringt uns halt dann daher. Und dann kommen wir hier drüber dahin. So machen wir das. So, eine kleine Schleife. Wie ein schön geschliffenes L. Ist ja perfekt. Wenn wir da jetzt ewig herumquatschen, tun wir einfach arbeiten. Ach Gott, das sind zwei rote. Was ist denn jetzt welches rot?
Aber zuerst mal zum Hellroten passt. So weit ist es ja gar nicht weg, wenn man so weit reingezoomt ist in der Karte. Ja. Wir revenanten unser Pferd wieder mal. Und schauen uns das an. Unter uns. Ah, ich sehe es schon. Moment, Moment. Und go! Oh, oh, scheiße, scheiße! Das habe ich schon mal besser getroffen. Ich hätte nicht umdrehen sollen zum Schluss. Wurscht. Tatari, Tatara, bitte eine Arena, bitte eine Arena, bitte eine Arena. Nein. Aiolos Höhen. Oh. Oh, das kennen wir schon. Wie dieser Mechanismus funktioniert. Wir müssen nämlich unterbinden, dass der Luftstrom hier weitergeht. Das zumindest so lange. Genau. So, kommt es so automatisch wieder zurück oder? Nein. Dann müssen wir den Luftstrom wieder aktivieren. Das erste Rätsel ist immer, um das Prinzip zu verstehen und dann wird es ein bisschen komplexer. Zumeist. So, eine Kiste sehe ich da drüben. Interessant. Sonst nirgends? Interessant, interessant, interessant. Ach so, warte mal kurz. Ah, ah. Das ist ja nett. So schwierig kommt man das jetzt nicht vor. Wir sind auch schon relativ nah am Schatz dran. Ha! Schauen wir mal. Ein Kügelchen. Moment. Wir machen diesen hier. Du wirst dadurch hoffentlich nicht getötet, Kugel. Nee, wird sie nicht. Passt. Weil ich glaube, wir müssen das linke zuerst starten. Und dann erst das rechte. Schauen wir mal, wie das hier läuft. Interessant. Wieso ist denn das so schwer? Ach so, die Kugel ist für die Winde nicht ausgelegt. Und das da drüben, die ist für gar keinen dieser Winde ausgelegt, gehe ich jetzt mal davon aus. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt gerade. Da gibt es hier noch eine zweite Kugel, merke ich gerade. Ach du Scheiße. Die zweite ist sicher Metallkugel. Yep, die zweite war eine Metallkugel. Schön bleiben. Du darfst gern in den Arsch gehen, mir ist das wurscht. So. Tja. Und lösen wir das zweite da drüben, dann wird der Weg aufgehen. Gehe mal davon aus. Dann wird da irgendwas passieren. Hoppla. So, und jetzt? Moment mal. Ich habe hier irgendwie das Gefühl, dass wir beide Kugeln auf dieser Seite brauchen. Aber ich weiß nicht,
wie wir diese Teufel hier aktivieren. Das ist ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Weil wir können das nämlich so machen, da die sich kreuzen, können wir beide Luftströme komplett blockieren. Und uns der anderen Kugel gewahr werden, dass die daher kommt. Indem wir das da machen. So, komm. Genau. So. Ich will unbedingt die Kiste. Jetzt ist halt die Frage, wie komme ich zu dem Teil, zu der Kiste? Wie komme ich darüber? Weil. Gibt es da irgendwas Spezielles zu beachten? Bin mir nicht sicher. Hoffentlich renne ich nicht vorbei daran. Das wäre schlimm. Das würde mir echt ein bisschen den Spaß gerade verderben. So, das ist jetzt der Joke. Jetzt brauche ich nur. Jetzt habe ich die Kugel da. So. Jetzt. Lass mir nur ein bisschen was durch. Damit mir die Kugel nicht davon geweht wird. So, perfekt. Du gehst jetzt da gemütlich auf. Nehme ich da ins Eck, damit du bei der Beschleunigung nicht. Damit du bei der Beschleunigung nicht zurückrollst. Und du. Oh nein! Tja, ich glaube nicht, dass das so gedacht war. Ich glaube sogar, dass das einfacher gedacht war. Das war so gedacht. Und sobald du runterrollst, geht der Wind wieder los. Ja. Genau so ist es. Sobald du runterrollst, geht der Wind los. Shit. Aber ich hoffe, die Kugel hat zu halten. Bitte, 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 Kugel, bitte, Kugel. Bitte nicht von vorne, bitte nicht von vorne, bitte nicht von vorne, bitte nicht von vorne. Sei doch eine nette Kugel. Also, was wir da jetzt machen können, ist folgendes. Wir rollen dich mal da runter. Oh, du hältst da auf. Ja. Ich überlege nur gerade, wie ich das angehen könnte da. Auf der Seite. Wir brauchen definitiv die Kugeln da drin, das ist mal ganz klar. Ist es jetzt zu hart? Nein, es ist nicht zu hart. Es geht gerade so. Es geht gerade so, also anscheinend ist das ein nicht zu harter Wind. Oh Gott. Okay. Nochmal. Komm. Komm. Jetzt. Das ist ziemlich nervig, das Rätsel gerade. Okay, jetzt pass auf. Jetzt funktioniert's. Jetzt funktioniert's. Wir müssen dich doch nur... Das war reines Glück gerade. Ich habe nämlich nicht gewusst, was ich tue. Ja, ich glaube, unsere wunderbare Eisenkugel... Die ist noch da, die ist noch da. Oh Gott, ja, Gott sei Dank. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut.
nicht ganz klar, was das sein soll oder wird. Aber ich will unbedingt zu dieser Schatzkammer darauf und ich habe keine Ahnung, wie die aktiviert wird. Wirklich nicht. Keine Ahnung. No chance, baby. Aber so. No clue, so sagt man, ne? Wenn man keine Ahnung hat. Darfst rollen. Du darfst rollen, freiwillig. Komm, du schaffst es. Du schaffst es. Du schaffst es gerade so und es wird sich ein bisschen einrollen. Ja. Das ist mal seine. Die sind jetzt hochgegangen. Ja, ich wusste es. Ich wusste es nicht. Ich wusste es überhaupt nicht. Aber es war die einzig logische Erklärung, weil es gab nirgends irgendwo einen Anhaltspunkt, wie man hier sonst weiter kämen könnte, kommen könnte. So. Also. Kiste, 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 ja. Kiste, 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 ja. Und jetzt du. Schön ist es. Es macht immer wieder Freude. Brustplatte des Königs. Da brauche ich eigentlich nicht mehr viel mehr machen, als wieder zurück zu chillen hier. Jawohl. Draußen sind wir. Alles in einem Arbeitsgang eigentlich. Ich habe schon wieder viel zu kompliziert gedacht. Aber gelöst ist gelöst. The boys are back in town, the boys are back in town. Oh yeah. Das war ein komisches Geräusch. Heldentaten vollbringen. Schön. Gut, weiter geht's. Zur nächsten roten Markierung, beziehungsweise auch zum Adamant. Na, zum Ambrosia, so. Nennt sich das Zeug ja. Ambrosia. Beim Ambrosia glaube ich sogar, dass es wirklich nur eine begrenzte Menge gibt. Um es auszumaxen, bin ich aber nicht sicher, weil was willst du übermaxen? Ist die Frage. Das machen wir jetzt noch, das eine Zeitrennen, nicht Hermes-Rätsel, Zeitrennen-Ding. Auf dem Pferd erinnert mich Phoenix an Bellerophontes auf Pegasus. Kein Held konnte dieses Pferd zähmen. Bis Athena Bellerophontes in einem Traum erschien und ihm ein goldenes Zaumzeug gab. Dann ritten sie zusammen so schnell wie der Wind. Langweilig. Such dir ein Hobby, statt nur durch die Leben anderer Leute zu leben. Du willst die Geschichte hören, Penner. So, ja, es ist genug langsam, gell? Für die Gesundheit. So, Leute, es geht rund. Warte mal kurz, ich könnte auch reiten, merke ich gerade. Aber das Reittier ist halt auch schwach. Von der Geschwindigkeit her. Das Reittier ist stark. Das war mal ein schönes Rennen, muss man sagen. Vier Münzen, endlich gibt's mal vier Münzen für so ein Rätsel. Bellerophontes war so schnell, er dachte, er könnte mit Pegasus bis auf den Olymp. Also warf ich ihn zurück auf die Erde. So einfach war das damals. Einfache Zeiten, würde ich mal sagen. Interessant, die Risse spucken immer wieder Monster aus, die dann respawnen.
Aber coole Sache, würde ich mal sagen. An sich ja perfekt für den Cut. An sich. Wir gehen zu Lyra, tragen ein 143, weil das ist eines der kleinen Lyren, die wir gefunden haben. Und ich sehe gerade, also nein, den Ambrosia haben wir schon. Zu der Kiste und dann hierher. Ich glaube, wir werden prinzipiell den und den Weg machen. Nächstes Mal. Genau nach dem Cut.